Servus! Heute gibt es einmal eine Fressnapf-Challenge. Ja, das habe ich mit der lieben Bea gemacht. Und zwar, ja, wir haben beide einen Hund. Dann haben wir gedacht, machen wir gemeinsam eine Challenge. Und ja, Fressnapf deswegen, weil wir gedacht haben, für einen Hund. Und man muss ja nicht immer zum DM oder so einkaufen gehen. Und deswegen Fressnapf. Genau. Und ich werde euch oben rechts den Kanal von ihr verlinken. Und jetzt gleich zur ersten Aufgabe. Was ich immer mal haben wollte. Und ja, das habe ich schon das letzte Mal gesehen. Es gibt so einen richtig, richtig langen Hirnkopfhautstangen. Und man sieht, die Hühner dreht schon jetzt vollkommen durch. Das sind Rindkopfhautstangen. Und sowas wollte ich immer schon mal haben, weil wir gedacht haben, ist sicher eine lustige Beschäftigung für die Hydra und das hat sie sicher gern. Und ja, sowas wollte ich immer mal haben. Ich hätte immer wahrscheinlich so nicht gekauft, weil mir immer gedacht habe, es ist schon sehr umhandlich. Und wie gibt man das den Hund überhaupt? Und wie lange dauert das aufzufressen? Und keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das jetzt einmal mit. Das wollte ich die ganze Zeit schon probieren, wie es ihr schmeckt. Du hättest das gern schon, da. Direkt an. Müsst ihr das haben, oder? Na? Wie schnappst du? Nimm's mal Platz, okay? Na, nimm's. Lass mir das haben. Platz. Jetzt Platz hier am besten fressen, oder? Nimm's. Das erste Teil, was ich schon einmal vollkommen begeistert. Ich werde das jetzt gleich direkt geben und sie frisst das gleich drüben. Ja, man hört sie jetzt vielleicht ein bisschen knabbern, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Die meisten, die uns da schauen, werden wahrscheinlich sowieso Hunde haben, also wird sie das eh kennen. Was du nie kaufen würdest? Okay, das, was sie nie kaufen würde, war eher sowas Futter mit viel Weizen drin, wo das erste Getreide draufsteht. Allerdings habe ich das jetzt wirklich nicht gekauft. Dann habe ich mir gedacht, na gut, ich kaufe jetzt etwas, was sie wenigstens noch füttern könnt. Und das ist auch so etwas, was ich eigentlich niemals kaufen würde. Es ist von Multifit, das ist ein Bacon mit Bacon-Geschmack. Und zwar ist das eben so eine Bacon-Creme, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das ist so eine kleine Tube. Aber ich habe mir einfach gedacht, man könnte da vielleicht das Kalzium, was sie nehmen muss, für ihre Knochen, weil Leute sagen, die manchmal Probleme haben mit dem Skelett und alles drum und dran. Und die haben sehr oft Kreuzprobleme und Probleme mit den Knochen. Und wir geben da etwas schon vorbeugend dafür und das kann man irgendwann vielleicht da reinrühren, habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht, ob das lecker ausschauen wird, aber vielleicht isst sie es dann lieber, aber sie isst das so auch. Gut, gehen wir gleich weiter. Etwas Nützliches, genau, das nützliche Kotbeutel. Und zwar große Kotbeutel. Und ja, braucht man immer, wisst ihr, zu Hause darf sie hinscheißen, wo sie möchte. Also da hinten um, also sie hat da flecklos hingegangen, sie machen darf. Aber wenn wir auf der Straße sind, müssen wir sie mitnehmen. Und drüben tun wir es dann einfach mit einer Schaufel zusammen. Aber wenn wir mal unterwegs sind, ist es auch gut, dass wir es einfach so aufheben können. Wird jeder kennen, der was Hunde hat. Oder, ja, ich glaube, das ist klar. Beschäftigung oder Ablenkung. Und ja, wenn ich die Hydra beschäftigen will oder ablenken, ich gebe immer dann so einen Knochen, und zwar einen Schinkenknochen. Hat sie jetzt schon zwar gekriegt und ja, das ist so ein Knochen und da ist ein bisschen Fleisch drauf, ein bisschen Fett drauf und wirklich, den kann man ihm geben. Sie knabbert den ab, das dauert Tage und ja, den zahlt sie dann immer wieder mit, dann verkroppt sie ihm, auch wenn sie ihn mit ins Haus nimmt, zum Beispiel in frisch gewaschener Wäsche. Boah, ich habe schon einmal, na eigentlich schon zweimal jetzt eine Partie neu waschen müssen, weil sie das leider im Wäschekorb versteckt hat. Oder in die Sachen, die was ich eigentlich schon für den Sommer, nicht für den Sommer, für den Winter, für den Sommer wegräumen wollte. Also die, was man im Sommer, also die Winterkleidung, die was man im Sommer nicht mehr braucht, habe ich weggeräumt. Und da war dann auch einmal so ein Knochen drin, so ein schon angeknabberter. Und natürlich habe ich dann noch einmal die ganze Wäsche waschen müssen.
und dann halt noch zweimal in der Wäsche was weggeräumt gehört jetzt. Ja, und dann haben wir gesagt, noch etwas in der Lieblingswäsche, und zwar ist das der fünfte Punkt, etwas in der Lieblingsfarbe. Ja, was ist meine Lieblingsfarbe? Das ist bei mir schwer. Ich liebe Violett, ich liebe Rot, ich liebe Gelb, ich liebe Pink, ich liebe eigentlich so ziemlich alles. Aber ich bin ewig lang durch den Fressnapf gegangen und eigentlich die einzige Farbe, die was mir wirklich zugesagt hat, war die da. Oder ein Geschirr, das Violett war. Allerdings das Geschirr für Violett hätte es in ihrer Größe nicht gegeben. Das sind alles so kleine Geschirre gewesen, aber XXL hätte man gebraucht und das hat es nicht gegeben. Deswegen habe ich mich entschlossen für so einen süßen Futtertopf, der was allerdings für Wasser benutzt wird. Der hat unten so eine Nappalan, also dass es nicht am Boden rumgeht. Und der wird nicht herinnern benutzt, weil herinnern hat sich sowas hochgestellt, aber ich habe mir gedacht, den kann man draußen hin tun. Sie hat zwar draußen schon einen Futternapf und einen Wassernapf, aber ich habe mir gedacht, das kann man vielleicht noch auf einer anderen Stelle irgendwo platzieren, dass sie dann halt, ja, drüben auch was trinken kann. Ja, Fressnapf-Challenge. Und ja, ich habe es dann lustig gefunden, so eine kleine Fressnapf-Challenge ist aber was anderes. Und ja. Und ich habe gesagt, wir taggen 2 bis 3 Leute und deswegen habe ich mir gedacht, die Tag jetzt dann einfach einmal 3 Leute, die was auch einen Hund haben und vielleicht Lust haben mitzumachen. Und zwar will ich die Miss Piggy taggen. Also ich weiß nicht, ob du das auf deinem Tierkanal machen wirst oder bei Miss Piggy Show, aber vielleicht hast du Lust mitzumachen. Dann die Katrin, weil die hat ja auch einen Hund. Und natürlich die Daniels Real Life. Euch 3 Tagge, ich werde sie unten in der Infobox verlinken und jetzt schaut am besten einmal direkt zu der Bea hin. Und zwar werde ich da ihr Video verlinken, da ihren Kanal verlinken und schaut auf jeden Fall einmal vorbei. Bis dahin, für euch!